Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hunde, die wir nicht vergessen, weil eines wissen wir ja, so sehr wir uns irgendwas einbilden auf unseren Geschmack, diese Hunde schmecken und riechen, und Geschmack ist ja Geruch, natürlich viel, viel besser als wir. So, jetzt habe ich schon ein bisschen was verraten. Ich bin nicht nur Literaturkritiker, sondern eben auch Gastrokritiker. Und wenn Sie mit Köchen, insbesondere Sterneköchen, reden auf die Frage, wer hat denn Ihren Geschmack geprägt, dann kriegen Sie eigentlich, angefangen von Paul Bocuse über Eckhard Witzigmann zu Ferran Adria, immer dieselbe Antwort, nämlich alle sagen, meine Mutter, und viel mehr sagen, meine Großmutter hat meinen Geschmack geprägt. Und ich muss jetzt leider schrecklich langweilig sein, weil in meinem Fall war es auch meine Großmutter. Das war nämlich die erste Köchin unseres ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss. Und deshalb, so kommt es auch, dass ich mit Köchen familiär befreundet bin, deshalb ist mir diese Kocherei quasi in die Wiege gelegt worden, weil sich meine Mutter und meine Großmutter nie getrennt haben. Meine Großmutter wurde aber fast 100 Jahre alt und starb in meinen Armen. Das heißt, die Frage, ob meine Großmutter bei meiner Mutter lebte oder meine Mutter bei ihrer Mutter, meiner Großmutter, das war für mich immer ein Rätsel als kleines Kind. Wer wohnt hier eigentlich bei wem? Naja, die ersten 70 Jahre lebte meine Mutter wohl bei ihrer Mutter, aber die letzten 25, 28 Jahre hat sich das wohl dann irgendwie schleichend gedreht. Wie auch immer. Die Küche war absolutes Revier meiner Großmutter. Ich kann mich nicht erinnern, meine Mutter jemals kochen erlebt zu haben. Meine Mutter ging sehr gern und sehr oft essen. Das konnte sie sehr gut. Aber aktiv Speisen zubereiten war ihre Fähigkeiten nicht. Das war die Domäne meiner Großmutter. Aber stellen Sie sich das mal nicht so idyllisch vor, weil meine Großmutter hatte eine Ausbildung als Profiköchin und das war wahnsinnig selten für diese Generation. Meine Großmutter ist Jahrgang 1906, da gab es ganz viele Hauswirtschafterinnen. Aber meine Großmutter hatte tatsächlich eine Profi-Kochausbildung in den 20er Jahren in Baden gemacht und war sehr beeinflusst von der traditionellen französischen Hochküche. Und es gab es, damals ging es in diesen Profiküchen zu wie auf dem Kommisshof. Also das kann man sich nicht brutal genug vorstellen. Und meine Großmutter hatte das internalisiert. Also Sie dürfen sich das nicht so vorstellen wie wir kochen heute mal mit den Drittklässlern oder so. Ja? Oh, schön, wie du die Paprika schnippelst, du das nicht mit Zwiebel schneiden. Ich glaube, meine Großmutter wäre mir mit dem Messer hinterher, wenn ich mich an einer ihrer Pfannen vergriffen hätte oder so. Also es war nicht sonderlich inkludierend, sondern es war ein großes Privileg, wenn man ihr überhaupt über die Schultern gucken durfte. Aber kurz und gut, mein Geschmack hat ganz sicher die Küche meiner Großmutter geprägt. Aber am Anfang möchte ich Ihnen was anderes vorlesen, nämlich eine kulinarische Erfahrung, die ich machen durfte, um einen Geburtstag meiner Mutter zu feiern. Und der fand in Paris statt. Schüler, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Manchmal lassen sie aber auch Menschen zu Bestien werden. So geschehen in einem Sternelokal in Paris. Das Schülerin ist eines jener Restaurants, das aufgrund seiner Traumlage sämtliche kulinarische Alarmglocken in mir Sturm läuten lässt. Es befindet sich nämlich im zweiten Stock des Eiffelturms und verfügt über eine eigene Sicherheitsschleuse und einen eigenen Aufzug. Diese erlauben es seinen Gästen, selig lächelnd an den insbesondere im Sommer riesigen Touristenschlangen vorbei, direkt zum Eingang des Jules Verne in einen der Beine des Turms zu gehen. Noch eindrucksvoller, wenn man mit dem eigenen Auto vorfährt und die Schlüssel lässig dem herbeieilenden Wagenmeister zuwirft. Zugegeben, das Jules Verne ist nichts für Freunde des gepflegten Understatements. Im Gegenteil, das Jules Verne hat durchaus etwas von einem Angeber.
Jetzt fällt dieses Mikrofon aus. Kriegen wir das irgendwie wieder hin? Ich glaube, da ist die Batterie. Sekunde. Ich kriege die noch. Ja. Na, jetzt geht's wieder. Zugegeben, das Schülern ist nichts für heute des gepflegten Understatements, hat etwas von einem Anliegenladen. Haben wir denn ein zweiter Sachen? Rückt Herwig sein Headset raus? oder kann ich das nehmen, was ah, ja. Da. Wie geht Sie mir das? Houston, Houston, do you read? Ich habe ja lange als Kind geglaubt, diese Astronauten fragen Houston, ob sie lesen können. Bis mir klar wurde, dass das lediglich heißt, können Sie mich empfangen? Houston, Houston, do you read? Aber diese Frage, do you read, gefällt mir immer noch mit meiner Astronomiebegeisterung. Wie auch immer. Also, ich habe mich vor 14 Tagen einen Start operieren lassen. Deshalb habe ich im Moment eine Zwischenbrille und muss peinlicherweise beim Lesen immer die Brille abnehmen. Das ist keine Marotte von mir, sondern das wird sich in 4 Wochen wieder legen. Also, zurück zum Text. Das Schülern hat durchaus etwas von einem Angeberladen und ist folglich eher ein Tummelplatz für brotsüchtige Windbeutel. So wundert es denn auch nicht, dass Emmanuel Macron dort vor einigen Jahren mit Donald und Melania Trump essen ging. Erstaunlicherweise war die Küche des Schülern aber nicht so, wie man es in einer Touristenhölle wie dem Eiffelturm erwarten würde. Mir hatte ein Pariser Freund den Tipp gegeben, meine Aversion gegen in Türme gelegene Restaurants zu überwinden. Das Schülern glänzte mit Gerichten wie gerösteten Blumenkohl mit Kaviar, Kartoffelcreme und Anchovies, Steinbutt mit gefüllter Zucchiniblüte auf einer Zitronenemulsion oder Seebrassen auf Seegras. Das lag an Alain Ducasse, der sich schon als kleiner Junge in dieses Restaurant verliebt hatte und es, koste es, was es wolle, seinem weltweit mit 21 Michelin-Sternen ausgezeichneten Gastronomie-Imperium hinzufügen wollte. 2007 kam Ducasse endlich zum Zug und machte zusammen mit dem Koch Alain Soulard das Schülern zu einem der angenehmsten Orte in Paris. Umgeben von gerahmten Illustrationen aus der legendären Voyage Extraordinaire Buchreihe des Etzel Verlags, der im 19. Jahrhundert Jules Vernes berühmte Reiseromane in prächtigen roten Leinenbänden mit goldtonigem Original veröffentlichte, konnte man die ins Lokal integrierten riesigen Schwungräder des Aufzugs bestaunen und sich mit dem herrlichen Blick über die Stadt fühlen, als wäre man Phileas Fogg oder hätte soeben die 500 Millionen der Begum geerbt. Die leichte Gans auf die Qualität von Meeresfrüchten, Fisch und Gemüse setzende Saisonküche Soulards tat zusammen mit einer guten Flasche Champagner ein Übriges, um sich hier wie Gott in Frankreich vorzukommen. Unvergesslich geblieben ist mir Alain Ducasse Jules Verne, aber nicht wegen seiner genialen Küche, obwohl der marinierte Froschschenkel, den ich dort einmal als Amuse-Bouche verzehren durfte, war sicher der beste Froschschenkel meines Lebens. Und auch nicht wegen seines einmaligen Paris-Panoramas, unauslöschlich in mein Gedächtnis eingeprägt hat sich das Jules Verne wegen eines hässlichen und fast bis in eine Schlägerei eskalierenden Streits, eines echten Küchendramas, einer fast schon opernreifen Darbietung nackter menschlicher Emotionen, aufwallenden Bluts, geballter Fäuste und aus den Augen funkelnder Mordlust, begleitet von einer Symphonie aus Geschrei, wüsten Beschimpfungen und derben Flüchen. Großes Kino in jeder Beziehung also. Auslöser war ein Tütchen Madeleines.
Nun wissen wir seit Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit, dass eine Madeleine ein ganz besonderes Gebäck ist und Menschen mit unterwahre Wunder auszulösen vermag. Die Madeleines, die im Jules Verne verschreit, sorgten, waren echte Kunstwerke aus Eiern, Mandeln, Vanillemehl, Unmengen Butter und Zucker und rochen in ihren Tütchen aus orangem Seidenstoff in der Tat recht verlockend. Doch so verlockend, dass deshalb der dünne Firnis der Zivilisation einen klaffenden Riss erhielt und eben noch Jovialität und Bonhomie ausstrahlende, wohlgesättigte, erwachsene Menschen sich stritten wie die Kesselflicker. Was war geschehen? Im Jules Verne unter Alain de Casse gab es noch Damenkarten ohne Preise. Und jeder weibliche Gast erhielt beim Verlassen des Restaurants so ein Seidenstofftütchen mit frisch gebackenen Madeleines. Aber wohlgemerkt eben nur jeder weibliche Gast. Ein schwules amerikanisches Ehepaar, sportliche End-50er, wollte das nicht einziehen und bestürmte die französische Garderobiere, auch ihnen ein Madeleine-Tütchen zum Abschied zu überreichen, wie sie es bei der Verabschiedung der beiden gemischtgeschlechtlichen Paare vor ihnen beobachtet hatten. Aber die Garderobiere weigerte sich, schaltete allen auf Englisch vorgebrachten Argumenten des Paares, man habe hier seinen Hochzeitstag gefeiert und fühlte sich diskriminiert zum Trotz auf stur und wiederholte immer wieder den Satz: Seulement pour les dames. Meine Lieblingsfigur aus Asterix war immer Tullius Destructivus aus Streit um Asterix. Tullius Destructivus ist ein hässliches kleines Männlein mit einem unfassbar großen Talent, nämlich der Begabung, dank seines Intrigantentums selbst in der harmonischsten Gruppe Streit ausbrechen zu lassen. Albert Uderzo hat sich dafür die schöne zeichnerische Idee einfallen lassen, dass sich die Sprechblasen umso grüner färben, je stärker den Beteiligten der Zornesgang schwillt. Die Sprechblasen der beiden Amerikaner und der Garderobiere im Jules Verne waren mindestens bereits giftgrün, als unser Tisch ebenfalls aufbrach und zum Aufzug strebte, inmitten eines Crescendos aus »That's not fair! Seulement pour les dames! That's outrageous!« Seit Aristophanes schildert jede gute klassische Komödie den Zusammenprall zweier Wertordnungen. Genau das war vor unseren Augen im Jules Verne geschehen. Mir war binnen Sekunden klar, dass Jasmina Reza für ihren nächsten internationalen Bühnenhit lediglich ein paar Madeleines als Requisite benötigt. Schilderte der holländische Verhaltensforscher Franz de Waal nicht ein Experiment mit Kapuzineräffchen, in dem diese Spielsteine gegen ein Stück Gurke eintauschen konnten? Dies aber empört verweigerten, nachdem sie beobachtet hatten, dass andere Kapuzineräffchen für ihre Spielsteine unter Kapuzineräffchen viel begehrtere Trauben erhielten. Ich war mit Freunden im Jules Verne, um den 75. Geburtstag meiner Mutter zu feiern. Zu den schönsten Erinnerungen an meine inzwischen verstorbene Mutter zählt, dass sie sich während der langen Aufzugfahrt im Eiffelturm an einen der Amerikaner wandte, ihm ihr Seidentütchen mit den Jules Verne-Madeleines überreichte und in tadellosem Englisch sagte: For you! Überhaupt, natürlich sind unsere Geschmäcker, das wissen wir inzwischen aus Forschung, buchstäblich weniger Produkt unserer eigenen Sozialisation, sondern natürlich das Resultat dessen, was wir mit der Muttermilch einsaugen.
buchstäblich, ja. Irgendwie ist es stört mich wieder ein bisschen weg. Was tun? Ja, das wird sich schon. Ein bisschen lauter, ja. Ich weiß nicht, wie es diese Heavy Metal Bands machen. Irgendwie ja. Müssen die da Vortrieb haben. Also, ich versuche schon ein bisschen lauter zu sprechen. Wird es besser? So. Kochen. Warum koche ich denn überhaupt? Warum mache ich es denn nicht so, wie immer mehr Deutsche? Warum stelle ich nicht einfach was bei Lieferando oder irgendwelche HelloFresh-Boxen oder so etwas? Naja, wissen Sie, die Tätigkeit eines Literaturkritikers und eines Gastrokritikers, das ist ja so ein bisschen ein Hobby von mir, die ist eigentlich eine der Sinnlichkeit nicht sonderlich zugewandte Tätigkeit. Ich koche so, wie andere Menschen Yoga machen. An meinem Herd, an meiner Arbeitsplatte fokussiere ich mich und zentriere mich und vor allem spreche ich da diese Sinne an, die eben beim Starren auf Computerbildschirme oder in Büchern nicht sonderlich auf ihre Kosten kommen. Das Haptische, mein Geruchssinn, mein Geschmackssinn, es macht mir einfach unglaubliche Freude, Artischockenböden auszuhöhlen und vom Stroh zu befreien. Es macht mir wirklich Freude, Lauch und Möhren, Juliennes zu schneiden. Und meine Großmutter, die wirklich sehr alt wurde und ich zog ja mit 15,5 zu Hause aus, die war natürlich auch einige Male bei mir zu Gast. Und die hat mich total durchschaut in meinen kulinarischen Darbietungen. Die sagte mir sofort ins Gesicht, du bist ein Blenderkoch. Die Frau hat bis auf den heutigen Tag recht. Wenn sie bei mir zu Gast sind, dann versuche ich alles, um zu vermeiden, dass sie Gerichte bekommen, wo sie ein vorgefertigtes Geschmacksbild im Kopf haben. Also sie werden vergeblich darauf warten, dass ich ihnen mal Königsberger Klopse oder sowas zubereite. Oder Leber Berliner Art, das gibt es bei mir nicht. Sondern ich versuche, sie zu überwältigen und, wenn sie möchten, zu blenden, indem ich ihnen in schneller Folge viele Dinge um die Ohren haue, die sie noch nie gegessen haben. Oder von denen ich hoffe, dass sie sie wenig kennen. Also das muss nicht immer so exotisch sein, aber ich habe zum Beispiel so ein Lieblingslebensmittel, das heißt Botarga. Botarga gibt es in zwei Varianten, das verbreitete ist die Botarga, die Mucine, das ist die Spezialität von Sardinien, das ist der gepresste und getrocknete Roggen der Meeresche. Ich stehe aber auf den Botarga di Tonno. Das ist etwas, was die Phönizier populär machten, erfunden haben es die Ägypter. Es gibt also Hieroglyphenzeichnungen in Ägypten, wo die Zubereitung von Botarga schon gezeichnet wird. Das sieht aus im Grunde wie ein Bündnerfleisch. Der Rogen des Thunfisches ist relativ lang und es wird in kleine Päckchen gemacht. Und ich kenne kein schöneres Gericht auf der Welt als ein Artischocken-Carpaccio mit einem erstklassigen Olivenöl und Spänen von Botarga di Tonno. Um das zuzubereiten, meine Großmutter und meine Schwäbische würde da sagen, da brauchst du keine Brille dazu. Das ist eigentlich ein einfacher Vorgang, aber es ist a marriage made in heaven. Und wenn Ihnen der Sinn nicht nach was Kaltem als Vorspeise steht, dann empfehle ich eben eine Pasta mit Botarga, wobei das Olivenöl eine Rolle spielt. Da rösten Sie ganz vorsichtig ein paar Semmelbrösel an und dann reiben Sie auf so einer Microblade-Reibe Botarga reichlich drüber und geben die Nudeln, wenn die al dente sind, nur 10 Sekunden mit einem Schwaps Nudelwasser dazu und fertig. Also da kommt noch ein bisschen schwarzer Pfeffer oder so, aber mehr darf da nicht sein. Und das ist schon ganz große Kulinarik in meinen Augen. Nun ist es aber so, dass, wie gesagt, Essen und Trinken für unsere Sozialisation eine große Rolle spielen. Der schöne Satz, du bist, was du isst, ist ja so etwas, was man da als Leitprogramm hat. Und das bedeutet mit einer so kulinarischen Herkunft wie der meinen, dass ich mich auch kulinarisch versuchte, von dieser Familientradition etwas zu emanzipieren. Und darüber möchte ich Ihnen noch was erzählen in dem Kapitel Ein Tisch für mich allein.
Die Angst ist eine alte Bekannte. Es gab Zeiten, da legte sie sich wie eine kalte Hand um mein Herz. Sie schnürte mir am Telefon die Luft ab. Sie zwang mich, den Hörer zitternd wieder aufzulegen, noch ehe abgenommen wurde. Was war nur so schwer daran, diesen einen verdammten Satz auszusprechen? Ich hätte gern einen Tisch für mich allein. Meine Angst hat gute Gründe. Als Alleinesser ist meine Leidensgeschichte lang und schmerzensreich. Dabei begann alles durchaus ermutigend. Als 13-, 14-jähriger Schüler reservierte ich gern mittags einen Tisch für mich allein in einem Ein-Sterne-Lokal einer schwäbischen Kleinstadt. Natürlich musste ich dafür meine Schüchternheit überwinden und meine Unsicherheit überspielen. Ich weiß noch, wie mir buchstäblich die Knie zitterten, als mir der livrierte Kellner zum ersten Mal den Stuhl heranrückte. Bei dieser Mutprobe ging es mir gar nicht so sehr ums Essen, das übrigens ausgezeichnet war. Ich erinnere mich an Flusskrebse, eingemachtes Kalbfleisch mit Morcheln und Spätzle, Wachteln auf Linsen und Zimteis mit Pflaumen. Diese Restaurantbesuche waren vielmehr ein stiller Protest gegen den schleichenden sozialen Abstieg meiner Familie, den ich als Kind miterlebte. Die Firma meiner Mutter hatte Konkurs anmelden müssen. Das Geld war weg. Stattdessen war ein neuer Mann da, den ich hasste und gegen den ich auf meine Art rebellierte. Der neue Lebensgefährte meiner Mutter hatte uns aufs schwäbische Land verschleppt. In ein, von Herwig schon erwähntes, blödes kleines Dorf, wo man nur dem Nichts bei Nichten zuschauen konnte. Gegen seine Versuche, mich als Stallknecht einzuspannen, lehnte ich mich auf, indem ich die dreiteiligen Anzüge meines Großvaters anzog, mir einen Gehstock mit Silberknauf zulegte, wie Dagobert Duck, und mir eben gelegentlich einen Ausflug in die Welt höherer kulinarischer Weihen gönnte. Man muss kein Psychologiestudium absolviert haben, um ein spleeniges Verhalten zu deuten. In der Rückschau erkenne ich darin den alten Märchenglauben der kulinarischen Anverwandlung, demzufolge man isst, was man isst. Tatsächlich behandelte man mich als alleinessenden Schüler damals in dem Restaurant genauso zuvorkommend wie einen Erwachsenengast. Ja, vielleicht mit Rücksicht auf mein Alter sogar noch freundlicher. Erst als eines Tages ausgerechnet der Direktor meines Gymnasiums am Nebentisch platziert wurde und überaus verdrossen die Anwesenheit eines seiner Schüler zur Kenntnis nahm, der um diese Zeit eigentlich Unterricht hatte, wurde ich aus meinem kulinarischen Paradies verwiesen. Meine folgenden Jahrzehnte als Alleinesser waren dann aber alles andere als ein Zuckerschlecken. Das liegt an der langen Zeit, die ich in den Vereinigten Staaten von Amerika zugebracht habe. Dort ist ein Mensch, der allein in einem Restaurant essen möchte, ein betrübliches Hemmnis im Betriebsablauf. Die Fliege in der Suppe, ja mehr noch, a loser, ein Verlierer, wie man Anthony Bourdain zufolge im amerikanischen Lunch-Counter-Slang den Alleinspeisenden nennt. Und genau so wird man auch behandelt. Wer sich nicht mit einem Platz an der Bar abspeisen lässt, sorgt für schlechte Laune. Die Kellnerin verzieht das Gesicht, wenn der Maitre den Solisten an einen ihrer Tische geleitet. Denn ihr Lohn besteht zu einem wesentlichen Teil aus dem Trinkgeld, das wiederum vom Umsatz abhängt. Und einer allein konsumiert natürlich weniger als zwei. Und die miese Stimmung im Service schlägt natürlich aufs eigene Gemüt. So wird das Alleinessen zur Qual. Was ist bloß verkehrt an mir, fragt sich der verzagte Gast, dass ich Mutterseelen allein hier hocke, während sich der Rest der Welt, wie vorgesehen, mindestens paarweise durch diese Welt bewegt. In der westlichen Welt herrscht mir von Jugendjahren an suspekter und unangenehmer Pärchenzwang. Ist ein Tisch für sich allein zu reklamieren nicht ein doppelter Offenbarungseid? Zum einen in kapitalistischer Hinsicht, weil man die Umsatzziele des Restaurants durchkreuzt, zum anderen in erotischer,
bedeutet es doch das Eingeständnis, an diesem Abend niemanden gefunden zu haben, der Tisch, geschweige denn Lager, mit einem teilt. Aber ich bin über 180 Tage im Jahr unterwegs. Und so sehr ich mir bewusst bin, welche starke Triebfedern Kapitalismus wie Erotik für das Verhalten von uns Menschen sind, an den meisten Tagen, an denen ich on the road bin, ist mir beides ziemlich egal. Naja, jedenfalls fast. Aber ich habe keine Lust, in der Fremde am Ende eines Arbeitstages ausgerechnet auf die Freude eines guten Essens zu verzichten. Neulich aß ich bei Tim Raue in Berlin. Eine sehr kluge und sehr schöne Frau, mit der ich verabredet war, hatte mich in letzter Minute versetzt, weil sich ihr sehr kluges und sehr schönes Kind die Seele aus dem Leib kotzte. Sowas kommt in den besten Familien vor. Die Restaurantleiterin Marie-Anne Raue begrüßte mich mit ausgesuchter Aufmerksamkeit, nahm mir von der ersten Minute jede Beklommenheit über die Absage meiner Begleitung und vermittelte mir die folgenden 3,5 Stunden lang das Gefühl, im Mittelpunkt einer großen Show zu stehen, die einzig und allein für mich veranstaltet wurde. Und genau das wurde sie ja auch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Aromenwirbel der erfreulich mutig und markant gewürzten und dennoch perfekt harmonisierenden Speisenfolge so aufmerksam und mit analytischem Vergnügen genossen hätte, wenn ich nicht allein gewesen wäre. So erschloss ich mir die spannende Kombination des mit Sango-Hachi-Reispaste fermentierten Zanders mit der Sake-Beurre-Blanc. Das Hinreisen mit japanischen Akzenten wie einem Dashi-Gelee in die Gegenwart transportierte knusprige Eisbein mit Püree von gelben Erbsen oder das geniale Zusammenspiel einer mit zweierlei Sichuan-Pfeffer marinierten Taubenbrust mit einem Blutwurst-Jus und Kastaniencreme. Ein Teller, der tatsächlich Himmel und Erde aufs Raffinierteste vereint. In einer ruhigen Minute kam Frau Raue an meinen Tisch und erzählte, dass sie seit ihrer Scheidung vor 5 Jahren als Alleinreisende im Urlaub, zum Beispiel in Portugal oder auf Mallorca, auch oft allein essen ginge. Inzwischen habe sie das so schätzen gelernt, dass sie sogar, wenn sie sich zu einer gemeinsamen Reise verabrede, extra einige Tage vorher anreise, um den Urlaubsort erst einmal allein genießen zu können. Allein essen gehen will gelernt sein. Mein Vorbild dafür ist Vincent Klink. Der Patron der Rielandshöhe in Stuttgart hat mir vor Jahren derart glühenden Farben und mit so überzeugendem rhetorischen Furor die Vorzüge des Alleinessens geschildert, dass ich seither mehr Mut habe, zum Telefon zu greifen und einen Tisch für mich allein zu bestellen. Ob ich ihm denn nicht die Bilanz verhagele, wenn ich allein einen Tisch bei ihm bestelle? Ach Quatsch, erwiderte Vincent Klink. Gerade an solchen Gästen haben wir Freude. Die kommen nämlich wirklich wegen des Essens. Und ich mache das doch auch. Wir bewundern Virginia Woolf für ihren Essay A Room of One's Own. In diesem Meilenstein der Frauenbewegung erklärt Woolf 1929 von Frauenliteratur, könne erst dann wirklich die Rede sein, wenn Frauen wenigstens 100 Jahre lang die gleichen Privilegien wie viele Männer genossen. Ein Zimmer für sich allein und ein Grundeinkommen von 500 Pfund im Jahr. Nach heutiger Kaufkraft immerhin 30.000 Euro. Was für ein einleuchtender Gedanke. Kunst hängt von ökonomischer Freiheit ab, braucht einen Rückzugsort, eine Gedankenwerkstatt, buchstäblich einen Freiraum. Ich glaube, es ist höchste Zeit für einen neuen Essay. A Table of One's Own. So, aber was ist jetzt auch natürlich Zeit, höchste Zeit ist, a Wurst of One's Own. Und deshalb machen wir jetzt eine kleine Pause. Sie können sich mit Getränken und Würsten je nach Wunsch versorgen und vielleicht schon mal den Büchertisch, den erwähnten, anschauen, wo tatsächlich Leonette Buchhändler nicht nur meine eigenen Bücher anbietet, sondern auch Bücher, die ich in letzter Zeit in Druckfrisch empfohlen habe,
zum Beispiel Bücher von Arno Geiger, John Irving, den ich in Toronto besuchen durfte, und dem wunderbaren Dinscher Budgeter, der gerade für unser Deutsch, für mein Deutschlandmärchen den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten hat. Und das ist eine heiße Nummer, weil es ein unglaublich sympathischer Knopf. Ein Deutsch-Türke, der einen eigenen Lyrikverlag in Berlin, den Elif-Verlag, den er dadurch subventioniert, dass er jeden Tag unter der Woche 2 Stunden Gabelstapler fährt, damit er danach seinen Lyrikverlag machen kann. Das nenne ich echte Leidenschaft. Toll.